Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Lego City Undercover. Tja, wir müssen hier ein Shuttle errichten, einen Superbau bauen, damit wir ins All fliegen können und Natalia retten können. So, jetzt heißt es hier erstmal schauen, wo wir hier lang müssen. Ich habe noch keinen Plan. Ich weiß noch nichts. Ah ja, da geht's hoch. Ja. Okay. Okay. Jo. Erstmal, wir brauchen ja noch knapp 30.000 Münzen. Also, wenn ich mir überlegt, wie mache ich das? Okay. Mit dem Astronauten. Ja. Okay. Was ist da? Hoch. Ah ja, okay, machen wir. Den einen blauen lassen wir unten mal liegen. Jetzt können wir jetzt beamen. Einfach mal schauen. Ich werde jetzt mal. Das habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung, ich muss es nochmal machen. Ja, war ja auch noch so schwer. Ich werde jetzt mal nicht mehr sagen, wir sind knapp davor, die Story zu beenden. Weil die letzten paar Male hat sich das ja immer als. Wie soll ich sagen? Als kleine. Mir fehlen gerade die Worte. Also die Story zieht sich ja im Moment immer länger hin, deswegen weiß ich nicht, wie lange wir hier noch beschäftigt sein werden. So. So, dann werde ich hier nochmal drüben den besorgen. Ja, genau. Also bislang habe ich ja schon öfters gedacht, wir sind mal kurz vorm Ende. Dem Rex Fury schon gehörig auf der Spur. Dann ist aber immer mal wieder irgendwas anderes passiert. So dass sich alles noch ein bisschen hingezogen hat. Deswegen. Ja, okay, den nehmen wir auch noch mit. Oh, haben wir jetzt schon gleich zusammen. Türe auf, jawohl. Deswegen werde ich jetzt mal nicht mehr sagen, wir sind gleich am Ende. So, jetzt müssen wir hier. Wir haben noch nicht. Uns fehlen noch ein paar tausend Münzen. Steine. Steine, ja. Na super! Geile Aktion. Ey, ich bin auf der falschen Seite gelandet. Kann ich hier rüberfliegen? Klärchen. Was hab ich denn hier gefunden? Mischt. Entschuldigung, ich muss natürlich wieder zurücklaufen. Jetzt bin ich hier natürlich wieder. In meiner Kunst des Springens falsch gesprungen bin. Natürlich gibt es hier sicherlich auch noch woanders irgendwelche Münzen zu holen. Aber ich möchte gerne mal diesen Turm hier möchte ich gerne mal fertig besteigen. Pass mal auf. Wir waren ja noch nicht ganz oben angelangt. Und jetzt haben wir es ja raus, hoffe ich doch. Wollen wir mal schauen, wo wir da hinkommen. Ah ja, okay, andersrum. Juhu. Boah. Oh. Da oben müssen ja noch ein paar Münzen versteckt sein. So, hier geht's dann zum Dings. Zum. Ja, da oben ist die nächste Münze. Hier geht's dann zum Shuttle. So, das war die fehlenden Punkte. Jetzt haben wir eigentlich die Punkte schon zusammen. Die Münzen schon zusammen, die wir bräuchten. Und geht's hier noch irgendwo weiter jetzt? Hier an der Stelle nicht. Geht's da unten noch weiter? Ich möchte gerne da links hoch noch. Und schon wieder runtergefallen, gell? Meine Güte. Okay, last try. Einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch machen wir noch und dann gehen wir die Sache hier mit dem Shuttle an. Aber ich würde es gerne doch noch schaffen, hier nochmal hochzukommen. Um mir noch ein paar Münzen zu holen. Steine. Was auch immer es da zu holen gibt. So, da müssen wir jetzt rüber.
durch. Au! Da hoch. Da hoch. Ist, da vorne ist nämlich noch so ein fetter Stein. Den würde ich mir gerne noch mitnehmen. Wenn wir schon mal da sind. So billig kommen wir hier nicht mehr raus. Exzellente Sprung mit Levels, die ich immer nicht schaffe. Nicht auf Anhieb. Ey. Vorhin sind wir auf Anhieb hochgesprungen. Ne? Ja. Okay, Junge, einfach nur hier gerade rüberlaufen. Einfach nur hier gerade rüberlaufen. Einfach nur hier gerade rüberlaufen. Genau. Und hier nicht runterfallen. Sondern da hochklettern. Oh, hier unten gibt es auch noch ein paar Superbaus zu bauen. Hier unten steht einer. Hier rechts hinter uns ist auch noch einer versteckt gewesen. Habe ich vorhin schon gesehen. So, jetzt haben wir sie alle zusammen. Und jetzt. Wow. Geht's hier runter. Ja, wir haben schon unseren Astronautenanzug an hier. Now. Was? Now? Hat er gerade Englisch mit mir gesprochen? Keine Ahnung. Jetzt machen wir auf jeden Fall den Superbauer. So, ein Space Shuttle bauen wir jetzt. Ja, mit A wird natürlich bestätigen. Und. Zap, 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 zap. Jawohl. Superbauer richtet 13 von 65, immerhin schon mal. Und ich habe einen Astronauten für das freie Spiel freigeschaltet. Na, das ist doch was. Noch ranmachen hier ein paar Steinchen. Oh. So, da oben geht. Jetzt muss ich wieder nach oben. Na super. Na super, na super, na super. Naja, das machen wir doch. Jetzt müssten wir es ja eigentlich locker da hochschaffen. Komm, wir sammeln noch ein paar Steinchen an. Also gut, jetzt wieder nach oben. Den Weg sind wir jetzt ja schon ein paar Mal gegangen. Das schafft man jetzt auch noch einmal. Volles quietschende Geräusche, wenn er sein Dings rausfährt. Okay. Jawohl. Ey. Ich könnte das ja alles rausschneiden, damit es nicht so aussehen würde, als wenn ich hier nur rumfällen würde. Failen ist ein scheiß Wort. Entschuldigung, ist ein doofes Wort, würde ich sagen. Also, nochmal. Wir haben es ja noch nicht. Kann ich eigentlich hier hochfliegen? Nee, eigentlich nicht. Wer bin ich denn jetzt? Der Zivilist? Nein, nicht Zivilist, Chase. Mit dem haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, mit dem Zivilisten. Ja, wir waren ja mal in verdeckter Mission unterwegs. Und da war man natürlich nicht der Zivilist Chase McCain. Sondern der verdeckte Ermittler. So. Jetzt hier. Concentration. Wuhu. Hoch. Oh. Jetzt haben wir es geschafft. Super, und jetzt schauen wir mal, was uns hier im Space Shuttle erwartet. Auf, los geht's los. Wahrscheinlich mein Ladevorgang, wa? Hier im Space Shuttle? Jawohl, Spezialauftrag auf dem Weg zum Mond. Jo, mal schauen. Oh, wir sehen hier im Hintergrund schon eine Mondbasis stehen. Jetzt erinnere ich mich gerade so an meine Lego-Zeiten zurück. Ich hatte mal keine Mondbasis, aber das war irgendwie so eine andere Basis. Ich weiß schon gar nicht, wie die heißen. Kann ich leider nicht sagen. Ich muss dich warnen. Der Start kann sehr unangenehm werden. Ich krieg das schon hin, Professor. Man kennt das doch aus dem Kino. Und Start beginnt in
10, 9. Das ist für den Fall, dass es sich die Astronauten anders überlegen. Ja, so geht das. Sieh mal einer an. Von wegen im Weltraum hört dich keiner schreien. Gut gemacht. Du bist jetzt im Weltall. Bis zum Mond dauert es fast 10 Sekunden. Oh nein, du befindest dich schon über dem Mond. Was? Ja, er ist ziemlich nah und klein dazu. Verrat's aber niemandem. Ist geheim. So, es wird Zeit für deine Mondwanderung. Du musst dich gut vorbereiten. Ich will, dass du deinen Raumanzug genauestens überprüfst, bevor du aus deiner Kapsel aussteigst. Geht klar, Professor. Oh, Schutzschild. Sehr praktisch. Ich bin unterwegs, Natalia. Kontrollpunkt, abgeschlossene Speicherung. Okay, jetzt sind wir in der Basis drin und die scheint ja doch relativ groß zu sein. Huhuhu, na gut, da wollen wir uns mal den Weg hier... Komisch, ich fühle mich nicht leichter. Liegt wohl an den Keksen, die ich in der Rakete gemampft habe. Dafür haben wir ja noch so viel Zeit gehabt, um Kekse zu mampfen in der Rakete. Aber na gut. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier alles machen dürfen. Auf dieser Mondbasis. Diese Musik mag ich auch am liebsten. Oh, hier unten kann man den roten Astronauten-Chase freischalten. Aber natürlich werde ich nicht die passende Farbe dazu haben. Ja. Jawohl, ich ziehe einfach mal schnell meinen Raumanzug aus. Nee, falsche Farbe natürlich. Okay, stellen wir den Raumanzug an. Okay, bringt mir jetzt hier gerade nichts. Muss ich mal den Knopf auslösen. Was ist denn? Entschuldigung, ich muss hier nochmal runter. Na gut. Bin da runtergefahren. Ich dachte, die Verfahren, die ich da gerade noch eingesammelt habe, die wäre für irgendwas gut. Aber war sie wohl nicht... Oh. Hier kann ich was machen. Nee, okay. Muss ich erst was zusammenbauen. Jetzt muss ich weiß nicht, ob die Reihenfolge wieder entscheidend ist. Ich muss einfach mal hier austesten, wo ich jetzt überall lang muss. So, jetzt geht's hier rüber. Oh. Feindliche Astronauten. Okay, ich glaube, das ist erstmal die falsche Richtung. Hier, die ich da gerade gelaufen bin. Oh. Muss ich gleich nochmal zurück. Haben wir schon gesehen. Muss ich gleich nochmal zurückgehen. Und mir erst hier links oben das Ding zusammenbauen. Weil ich glaube, damit kriege ich vielleicht noch diesen roten Astronauten. Und den hätte ich ganz gerne. Wenn wir schon mal hier sind, wa? Dann nehmen wir den mit. Nochmal hoch, komm. Ja, in diese Kisten komme ich auch noch immer nicht ran. Die so gold blinken und mit so einem festen Dings hier verschlossen sind. Mit so einem Hebel zum Ziehen verschlossen sind. Oder kriege ich den... Weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Okay, ich nehme mal Raumanzug aus. Schraubenschlüssel. Hammer rausholt und... 1, 2, 3. Jawohl. Wollt mich so ein bisschen, dass man hier den Raumanzug ausziehen kann. Dass man den Raumanzug nicht anhaben muss. Aber gut. Da ist das so.
So, tue ich den schon mal runter. Fast wäre ich runter. Da ist er. Ben Sharples. Die haben also geile Namen, die total unrelevant sind fürs Spiel, aber trotzdem Namen sind. Ja. Da haben sich wahrscheinlich die ganzen Entwickler und Programmierer drin verewigt. Jeder durfte mal seinen Namen für eine Lego-Figur hergeben. Puh, Luft geholt und rüber die Düst. So. Jetzt sind wir hier. Und jetzt müssen wir hier mal über die Brücke rüberfliegen. Wow. Okay. Da habe ich den ersten gar nicht erwischt gehabt. So richtig zumindest nicht. Das ist eine Kette, an die ich mich hochziehen darf, wenn ich den Sprung schaffe. Wow. Okay, Kette habe ich nicht gebraucht. Irgendwie. Oh. Runtergefallen. Naja. So, schauen wir mal. Ah, hier ist Dynamit. Jawohl. 2 von 4 habe ich schon. Hey, wo habe ich denn 1 von 4? Manche Sachen sammelt man ein und merkt es gar nicht. Aber gut. Dynamit. Bergarbeiter Chase packt das Dynamit in die Kiste ein. Ich war ja letztens erst zu nah dran gestanden bei dieser Explosionsdings und dann hat es mich zerbröselt. Ist mir heute nicht passiert. Schnell den Raumanzug an. Das ist hier ein Gewächshaus oder was? Ja, anscheinend. Das sind Pflanzen. Upsi. Und hier ist irgendwo was versteckt. Sicherlich unter der Pflanze in der Mitte. Ah ja, ich sehe schon. Da muss ich den Presslufthammer rausholen. Den haben wir heute noch gar nicht gebraucht. Den Presslufthammer. Boah. Nochmal nachbohren. Muss man erst diese oberste Schicht abbohren, um dann gezielt anzusetzen. Wasser auf dem Mond. Ah gut, wir sind ja in dieser Atmosphärenkapsel drin. Da gibt es natürlich auch Wasser. Die Frage ist, warum dann dieses Gewächshaus, wenn wir eh in der Atmosphärenkapsel drin sind. Aber ich war in Physik in der Schule nicht so der King. So, lass ich das einfach mal stehen. Deswegen wird das wohl so sein, dass man auch unter einer Atmosphärenkapsel ein Gewächshaus braucht. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, da kommt Verstärkung. Da kommen die Wachen. Leg mal den mal Handschellen an. Die Frage ist, wer die hier oben abführt. Aber ist egal. Oh, noch einer. Jawohl. Au, von hinten. Ich mache euch alle platt. Ihr könnt mir gar nichts anmachen. So. Handschellen. Handschellen. Und... Wow, da kommen ja ganz schön viele, würde ich sagen. Ne? Noch einer. Wie viele kommen da? Das tapfere Schneiderlein, gleich 2 auf einmal. Und der hat, glaube ich, eine Fehlfunktion gehabt mit seinem Raketenjet. Auf jeden Fall ist er wild durch die Gegend geflogen gerade. Tja. Obacht geben, länger leben. Alte Chase McCain-Weisheit. Oh, da drüben geht es dann weiter. Jetzt brauche ich hier... Ich weiß nicht, ob ich die richtige Farbe habe. Wir müssen es einfach mal austesten. Nein.
Kann ich hier schon rüberfliegen? Ich probiere es einfach mal aus. Hier schon mal rüber zu fliegen. Vielleicht kriege ich hier ein Ding zum Umfärben. Ich mag jetzt nicht nochmal zurücklaufen hier vorne. Vielleicht muss ich das mal machen. Ich weiß es nicht. Oder gibt es hier eine Umfärbedings? Wir werden es gleich sehen. Jetzt werden wir hier erstmal aufräumen auf dieser Plattform. Jetzt werden wir was zusammenbasteln. Ein bisschen Musikteil. Na, werden wir gleich. Wir werden es gleich sehen. Ob wir hier was basteln müssen. Oder nicht. Ah, ne, hier ist das Umfärbedingens. Das Umfärbedingens ist hier. Gut. Jetzt bauen wir erstmal schnell zusammen. Ich hoffe, das ist auch für die Farben da drüben da. Man weiß es nicht. Moment, hier ist noch was zusammenklopfen. 4 von 4. Das erste Polizeimarkenteil auf dem Mond gesammelt. Und dann will ich mich mal für die Folge auch schon wieder verabschieden. Wir haben es auf dem Mond geschafft. Puh, ja, nochmal kurz Luft holen. Auf dem Mond haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir uns hier noch durch die Mondbasis durchkämpfen. Ich bedanke mich für euch, fürs Zuschauen. Und dann seid ihr hoffentlich auch in der nächsten Folge, das ist dann die 50. Folge, seid ihr hoffentlich auch da wieder dabei. Bis dahin, schöne Tage. Ciao, ciao.